Willkommen zurück zu Pokémon Y! Wir betreten die erste Höhle im Spiel, die Geolink-Höhle. Ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht. Oh, es sieht echt gut aus. Zubat-Nest. Ich wollte schon so einen Gag bringen, so, welche Pokémon werden uns hier erwarten? Ich tippe auf Zubat! Jetzt heißt es auch noch Zubat-Nest. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das werde ich jetzt in einem Kampf herausfinden. Mach mal! Wir haben 4 Teammitglieder. Graumoklus ist das aktuellste. Pokémon-Züchterin Denise. Hi. Mit einer Pikolente. End. Geil. Okay, der war so schlecht. Ja, mach mal Zorn. Ach, die hat 4 Pokémon. Wisst ihr was? Wir sitzen am besten Schwertanz. Oh mein Gott. Bams. Autsch. Ja, wir setzen Schwertanz ein, um unseren Angriff explizit extraordinär zu erhöhen. Passt voll gut, Schwertkampf. Wir sind ein Schwert-Pokémon. Yeah. Und wir machen es am besten zweimal. Und dann haut es nämlich voll rein. Weil Schwertanz ist ja auch nicht nur ein bisschen Angriff erhöhen, sondern ganz schön, ne? Aber damit ist nicht der Spezialangriff gemeint. Deswegen bin ich halt mal so und setze jetzt voll auf Tackle. Tackle! Mal sehen, wie viel es abzieht. Nach zweimal Schwertanz. Ordentlich. Damit hat die Ente nicht gerechnet. Leufeo. Was ist das denn? 5. oder 6. Gen? Kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Ihr könnt mir in die Kommis schreiben, was das für ein Vieh ist. Leufeo. Sieht aber, ehrlich gesagt, ein bisschen neuer aus. Ah, guckt euch's an. Zweimal Schwertanz und unser Tackle. Es ist ein Tackle, ne? Ich wollte es mal gesagt haben. Nicht irgendwie Body Slam oder was richtig geil ist, sondern Tackle. Pikachu! Pikapi! Takepari! Ne, ich konnte es mal voll gut. Jedenfalls, was? Kameradschaft? Angriff sinkt. Oh, Saft! Reicht trotzdem. Kannst Kameradschaft machen, dass unser Angriff sinkt. Zweimal Schwertanz, Alter. Das ist es. So, überreichet mir das nächste Opfer. Es riecht nach Unkraut. Ein Myrabla. Da. Nimm dies. Guckt euch's an, wie unser Pokémon abgeht. Hä? Deswegen, ich freue mich schon drauf, wenn er was Besseres als Tackle lernt. Ja, ja, und nochmals ja. Du hast dein Team gut aufgezogen. Du hast nur eins meiner Pokémon gesehen, aber Bastro. Wie es hier auch runtertropft. Okay, was ist das? Um nach Petropia zu gelangen, solltest du dich nochmal auf Route 7 begeben und einen anderen Zugang suchen. Ernsthaft? Hier geht's nicht weiter? Das sieht aus, als könnte man damit stärker den Fels rein verschieben, aber... Okay, ich bin schon sehr gespannt. Was kann's bloß sein? What the fuck? Was, Flurmel? Nee, wir haben ja im letzten Part schon eine Gruppe von Pokémon bekämpft. Bisa Knosp hat ja Rasierblatt erlernt. Und da konnte er sich so anlegen damit. Sag mir wenigstens, dass ich Stärke brauche. Ein Pokémon könnte ihn vielleicht bewegen. Gut, das merken wir uns auf jeden Fall. Jetzt bin ich baff. Okay, war ich zu blöd, einen anderen Zugang zu finden? Mediti? Können wir versuchen einzusacken? Mach halt mal Verfolgung. Unlicht. Hab Geduld. Batz. Ja, der wird uns ordentlich auf die Kanne geben. Wenn er gleich mit Geduld angreift. Da er jetzt ja Energie speichert. Wir müssen halt jetzt versuchen, ihn einzukassieren. Das wäre echt gut. Wir haben ja Superbälle eingekauft am Ende des letzten Parts. Haben wir jetzt noch 20 Stück. Mit der Hoffnung, dann irgendwann bald Hyperbälle kaufen zu können. 1, 2, 3. Mediti ist gefangen. Hinter Gittern. Na, immerhin. Und noch kein Zubat? Krass. Ah, der Pokédex füllt sich immer weiter. Das ist so schön.
Kampf-Psycho. Was eine Kombi, ey. Es ist gerade mal eine Beere am Tag. Durch Hunger wird sein Geist ruhiger und schärfer. Ja. Würde sagen, DJ Cleader. Pokémon werden bei mir nach Abonnenten benannt, die aktiv sind und viele Daumen hoch geben. Und Kommis schreiben. Und die ich kenne. Also nicht Kommis schreiben, so benennen Pokémon nach mir. Das ist nämlich alles voll damit inzwischen, sondern sinnvolle Kommentare. Wer es nicht kann, der kann sich auch auf Daumen verlassen. So, warte mal, hier waren wir doch schon mal. Da sind's. Ach, wir können doch Zerschneider. Ich bin so bescheuert, wir können doch Zerschneider schon lang. Gefährliche Dornen versperren dir den Weg. Ein Pokémon könnte sie vielleicht zerschneiden. Es gab auch schon 2, 3 Zerschneiderbüsche. Jo! Aha. Geil. Bringt nur so wenig, ne? 2, 3 Zerschneiderbüsche, die ich noch nachholen musste. Aber ich gehe jetzt nicht extra da zurück. Hier gibt's Silberstaub. Ich hatte echt gehofft, dass hier jetzt ein tolles Item liegt. Ich muss auf die Zerschneiderbüsche... Bin ich hohl? Hä? Ist ein anderer Eingang? Ja, tatsächlich. Ich bin so verkalkt. Wie habe ich das vorher nicht gefunden? Na, egal. Hallo? Ich werde dein Pokémon-Team etwas aufpäppeln. Das kannst du. Okay, spart den Weg zum Pokémon-Center. Das ist da, wo wir uns befunden haben, kann das sein? Also wenn sie mir zu sehr auf den Sack gehen, ich habe ja noch, hey, Milza, der ist auf jeden Fall 5. Gen. So viel weiß selbst ich. Zornklinge. Wenn du Pflanze bist, dann ist Käfer effektiv. War es aber nicht der Fall, ne? Verdammt. What the? Bleib mal locker. Immer noch kein Zubat im Zubat-Nest? Das ist kein Pokémon-Spiel. Ja, es muss sich hier um einen Fake handeln. Ist jetzt schade, dass Kramokles... Es ist schade, dass Kramokles gleich in die Knie geht. Aber... Da die komische Forscherin, die heilt uns ja. Die heilt uns ja. Komm, Bisa. Du darfst mal wieder... Wir haben da Tickness und Amphizel schon lange nicht mehr gesehen. Kann das sein? So, Bodycheck. Werte ja, Chuck ab. Drachenblut. Auch nicht schlecht. Ich nehme trotzdem nicht ins Team. Ist ein interessantes Pokémon, aber... Nein, nicht für mich. Ja, perfekt. So habe ich kalkuliert, du. Schön. Och, besiegt er den armen Bisa. Er hat dir doch nichts getan. Na gut. Ich schicke dich in den Kampf. Als Kanonenfutter. Ich will ja nicht, dass du irgendwelche Teammitglieder verletzt. Sorry, so ist es. Superball. Jo. Episch. 2, 3. What the? Gewissheit. Ich setze Gewissheit ein, wie das klingt. Guck mal, der überlebt sogar. Schwächling. Buh. Aber ich kann nicht einfangen. Weil er zu hardcore ist für mich. Dann nehme ich alles zurück. 1, 2, 3. Drin! Milzau wurde gefangen. Ja, zu viel der Ehre. Danke, danke. Ach, jetzt kriegt der EP. Ich hab's vergessen. Naja. Hat halt ein Level Up. Der Wii Gamer. Warum nicht? Markiert sein Revier, indem es mit seinen Fängen Kerben in Bäume schlägt. Brechen diese einmal ab, wachsen sie sofort nach. Okay. Wieder weiblich. La, 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 la. Ich weiß. Sie war schon wohl Nona in Pokémon Blattgrün, aber weiblich Saskia.
Crazy Saskia, um genau zu sein. Heil mich! Heil mich! Und dann gehen wir weiter nach links und gucken, was da abgeht. Fertig. Das war jetzt alles. Morellet, Küstenverteidigung. Dieses ganze Französisch, das ist ein Nachteil für mich an XY. Französisch ist nicht mein Gebiet. Halt! Nicht so schnell! Ihr wart die beiden älteren Trainer von Professor Platan. Haha, verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht es dir und deinem Kramokles gut? Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, ein so riesiges Gebiet wie die Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich deinen Pokédex mal eben ein klein wenig aufrüsten. Dem Pokédex von Marcus wurde der Kalos-Küsten-Pokédex hinzugefügt. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Tipp ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Neue Begegnungen lassen Menschen und Pokémon gleichermaßen wachsen. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage! Auschecken. Pokédex? Küsten-Pokédex? Zentralküsten? Hä? Ist sehr interessant, aber ich hoffe, es gibt am Ende einen, ich sag mal, umfassenden Pokédex. Das ist ja, finde ich, nicht so. Das ist mal eine Idee, mal gucken, wie sich das entwickelt, aber bin ich jetzt kein Fan davon, wie die das gestaltet haben. Weil wir jetzt mehr westlich sind und da ist am Meer oder was. Naja, gut. Willkommen auf Route 8, würde ich sagen. Da mein Iskala. Iskla. Iskala. Wollen wir doch mal gucken. Schmarotzer, du bist auch so ein Schmarotzer, bist du doch. Autsch! Okay. Abverstanden. Das kriegst du zurück. Ja? Mach sowas nie wieder mit meinem Kramokles. Voll auf die 12. Ja, gucken wir mal, was hier unten ist. Die Abhänge machen wenig Sinn, wenn man gleich wieder hochlaufen kann. Und du? Trainer? Ah, so viele Wege. Ich will doch immer wissen, wo die Wege lang gehen. Ah, Driftlon, vierte Gen. Wird zu Drift Zeppeli. Ja, warum nicht? Dann fokussiere deine Energie. Meinetwegen, tu das doch. Mach doch... Ach so, verdammt. Ach, ist der Geist? Oder was? Warum kann ich den nicht treffen? Na, warte. Verfolgung! Wollen wir es probieren? Ach, warum nicht? Kann auch mal glatt gehen, ne? Im grünen, im gelben Bereich. Schwupps. Und tschüss, Mann. Eins. Zwei. Drei. Na, also, sag ich doch. Das wäre unser Driftlon. Okay. Na 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 na. Auch bekannt als Wegweiser für umherstreifende Geister. Kinder, die sie halten, verschwinden manchmal. Kinder verschwinden? Nicht so gut. Weitere Abonnenten. Du bist Mario-Fan. Alles gleich ein Wunderbärchen? Dann weiter. Triflon Mario-Fan. So, mal gucken. Oh, ich hoffe, wir kriegen bald Stärke. Und es sieht auch interessant aus. Da unten scheint die Küste zu sein. Das geht dann ans Meer. Sieht interessant aus. Was sind das jetzt? Tipps für Trainer. Ach, da geht. Manchmal verwirrt ihr mich mehr, als ihr mir Aufschluss gebt. Ganz im Ernst. Ey, lass jetzt mal. Bleib jetzt mal locker flockig von der Hüfte, bitte. Ist das ein Trainerkampf? Ja, was denn sonst eigentlich? Was ist das da für ein Busch? Wow, ich habe gerade im Kopf durchgespielt, wie ein Kampf zwischen uns verlaufen könnte und dabei gewonnen. Ob ich da mal wohl richtig lag?
So schnell kannst du einen kompletten Kampf im Kopf durchspielen? Eddie? Pam Pam? Ah, sehr schön. Ein neues Pokémon, so ein bisschen Panda-mäßig. Ich glaube, das zweite Pokémon, das so ein Bindestrich hat nach Ho-Oh. du bist, glaube ich, Typ normal, kann das? Ich mache mal Verfolgung. Was? Was stand da eben? Zurückrufen? Wenn er wiederkommt, dann wird Verfolgung ordentlich abgehen. Jetzt haben wir Goldini. Warum setzt er Goldini jetzt ein? Kann ich nicht so vorstellen. Jetzt darf er nicht besiegt werden. Wenn, dann will ich auch mal Verfolgung richtig ausprobieren. Hat nämlich die doppelte Wirkung da. Nö, du kriegst definitiv einen super Trank. Ich will das ausprobieren. Wie heißt es? Ein eingetauschtes Pokémon oder das, was jetzt? Ich mach einfach nochmal Verfolgung. Auf jeden Fall soll Kramok das diesen Kampf ganz alleine schaffen, weil das will ich. Verfolgung doppelt so stark, wenn das mit dem komischen Tauschen ist, was ja hier der Fall war. Trotz Verwirrung ist er dabei. Aber nicht bei Goldinis, müsste bei dem anderen dann funktionieren. Kommt davon. Trainer, die Pokémon im Kampf wechseln. Wer macht denn sowas? Nicht mehr verwirrt. Immer feste Truffe auf den. Und schwupps ist der Fisch rasiert. Mit unserer haarscharfen Klinge rasieren wir diesen Fisch. einfach nur zu herrlich. Ich hoffe mal, eins hält er noch durch auf jeden Fall. Wäre toll. Und trotz auch der Verwirrung, bitte. Ist verwirrt. Und greift trotzdem an. So, bitte, bitte, bitte. Oh, wow, wow. Naja, komm. Ist Stahl. Wir sind Stahl. Ja, das wird diesmal wahrscheinlich nicht klappen. Doch! Also. Jetzt bin ich sehr... Jeder hat noch ein Pokémon. Na, der treibt mir doch Sorgen. Falten auf die Stirn. Also noch ein super Tränkchen. Muss sein, manchmal. Weiß nicht, was der Gutes kann. Ah, Rasierblatt. Hm. Dem seine Weiterentwicklung ist gar nicht mal so übel. Das muss ich auch mal so sagen. Aber der ist Pflanze, ne? Ihr wisst, was es bedeutet. Käfer ist effektiv auf Pflanze. Los geht's, Zornklinge! Batsch, Two-Hit-Kill. Dürfte es werden. Und nochmal! Auf die Gurken, auf die Schurken! So, wo bleibt mein geflüchteter Panpan? Nee, wer ist der Punpun? Schattenstoß, was ist das schon wieder Schönes? Typ Geist. Anwender erweitert Schatten und greift das Ziel von hinten an. Erstschlaggarantie. Es ist Step. Und es unterstützt unseren physischen Angriff. Der ja ohnehin gut ist. Und Erstschlaggarantie. Das ist eigentlich wie Hokzukip, ne? Das sollte ich schon erlernen, finde ich. Ja, für Tackle, oder? Huiuiui, schwierige Entscheidung jetzt. Ja, aber Tackle ist ja nix. Ist ja das, auf was ich die ganze Zeit warte. Also, Tackle hat zwar Stärke 50 und das nur 40, aber es ist ja schon Step. Das muss man auch mal sagen. Normale Attacken hätte man... Ah, komm, weg mit Tackle. 1, 2 und schwupp. Kramokles hat Tackle vergessen und Kramokles erlernt Schattenstoß. Kann man sich immer drüber streiten, aber es kommen ja noch mehr Pokémon. Und jetzt trägst du erstmal auf die Glocke. Und zwar, jetzt müsste Verfolgung die doppelte Wirkung haben. What the fuck? Ich hab so sehr drauf gewartet. Das ist doch der Sinn dahinter, dachte ich. Na gut, dann kriegst du halt einen Schattenstoß. Sieht schon mal gut aus. Ja, es dürfte ganz vernünftig sein. Nicht unbedingt schlechter als Tackle. Und so langsam wäre ich dafür, dass Pokémon mehr als 4 Attacken
drauf haben können, oder? Das wäre doch mal eine Revolution. Pokémon dürfen 6 Techniken erlernen. Also nicht mit X, sondern 6 Techniken im Sinne von 6 Stück. Seltsam, in meiner Gedankensimulation habe ich doch Volltreffer gelandet. Spinner. Hier unten geht's tatsächlich noch weiter. Na ja, gut, dann... Vielleicht war oben auf dem linken Weg nichts Spektakuläres, aber... Naja, wir gehen halt mal hier lang. Ein Schattenstoß für Spoink, bitte! Ups. Bams. Geist effektiv auf normal. Muss ich mir merken. Ich gehe mal davon aus, dass Spoink normal war. Ne? Dritte Generation. Was ist denn da rechts? Das sieht sehr verdächtig aus. Verstecktes Item? Nicht drückbar. Wie wild? Nee, da ist nichts. Und jetzt hier sind wir irgendwo. Hier unten? Es ist jetzt schon sehr weitläufig, muss ich mal sagen. Es gibt jetzt viel zu viele Wege schon. Oh, das ist Geräusch von Spoink. Das hört sich an, wie wenn ich nachts... Ja, weiß nicht, mache ich so komische Geräusche. Mal sehen, ob irgendwann ein Schattenstoß überlebt. Nee, sieht nicht so aus. Armes Spoink. Entwickelt sich ja zu Kronk, falls ihr euch erinnert. Platin. Auf der Suche nach Kronk. Langes her. Haben bestimmt viele nicht gesehen. Kann ich hier drauf? So? Geht es irgendwie unter? Sieht er nicht voll an Hugo? Warte mal, das ist falsch. Ich muss einen anderen nehmen. Wenn ich jetzt einfach den mittleren, dann kann ich schon einfach rüber. Jo. Blattstein! Okay, interessant. Damit können wir viele Pokémon weiterentwickeln. Ich glaube aber nicht, dass wir irgendeins davon haben. Okay, warte mal. Wenn ich jetzt hier anfange... Was ist eigentlich Schlamm? So, 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 so. Okay. Ach, wir sind in Petropia angekommen. Hey, Nachbar. So nennt mich nur Serena. Das hier ist Petropia. Auf der anderen Seite des städtischen Aquariums liegt bereits Releviera City. Im Fossilienlabor können wir alles rund um das Thema Fossilien erfahren. Vielleicht lüften wir auch so das Geheimnis, was diese seltsamen Steine mit der Mega-Entwicklung zu tun haben. Nope. Die haben doch nichts mit Fossilien zu tun, Mann. Geh nach Hause. Nutzen wir die Gelegenheit, um uns hier kurz zu heilen und so. Aber ich muss mich noch auf der Route umschauen. Ich bin jetzt einfach nur nach Süden und wundere mich, dass ich jetzt schon angekommen bin in dieser Stadt. Ist auch gut, ist auch ganz nett. Aber trotzdem waren da noch... War da noch vieles. Deswegen, die Stadt wartet erstmal, du stehst da noch ein bisschen in der Gegend rum. Moralie Küstenpfad. Küstenpokédex. Das ist so typisch so neumodische Empfehlungen. Also es gibt so viele neue Kindwurm? Der wird mega stark. Zu was entwickelt er sich? Raschel und Brutalander, ne? Wollen wir den? Freunde, wollen wir den? Kindwurm? Ich muss mich nur informieren. Also auf jeden Fall wird der Typ Drache und wird verdammt stark. Ich glaube, ich will den trainieren. Kindwurm. Wird doch zu Brutalander, ne? Ich verwechsel es schon nicht. Das ist so wie, ich sag mal, in ersten Generation Dragoran oder in zweiten Generation Despota. So ist die dritte Generation, sag ich mal, hier Brutalander. Das wäre natürlich was. Ich wollte ein Psycho-Pokémon, aber das... Ich muss mich noch informieren dann. Ich werde auf jeden Fall jetzt um jeden Preis fangen. Ich setze sogar einen meiner beiden Hyperbälle ein jetzt.
Nee, komm, ich probiere es erstmal mit dem Superball. Wer weiß. Ja, der ist nicht so einfach zu fangen, aber vielleicht könnte es ja klappen. Eins. Zwei. Ja, sowas habe ich mir fast gedacht. Plan B. Bisa. Und dreimal dürft ihr raten, was der jetzt versuchen muss. Nämlich ihn einzuschläfern. Das wäre echt eine Idee. Kindwurm? Ich guck da mal, was der für Attacken hat und so. Ah, leider nicht funktioniert. Schlafpuder auf Anhieb. Jetzt muss man mal ordentlich durch die... Ja, es Feld lichtet sich, ne? Es werden zu viele Team-Pokémon. Denke ich mir halt so. Okay. Nee, nicht Pokémon, mach mal Beutel. Luxusball. Warum haben wir 5 Luxusbälle? Weg damit! Hast du den Luxus? 1, 2, 3. Gefangen mit einem Luxusball. Kindwurm. Uiuiuiuiuiui. Was für eine Typenkombination hat er denn? Nur Drache. Boah, ist schwierig. Es träumt davon, eines Tages fliegen zu können und springt daher jeden Tag von hohen Klippen. Das ist echt schwierig. Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht. Deswegen kriegt er auch keinen Spitznamen. Weil ich überlege, ihn ins Team zu nehmen, wisst ihr? Eure Meinung in die Kommis. Ich werde mich nach dem Part wohl mal informieren, was er denn so lernen kann, was er so taugt, was für Pokémon ich sonst noch ins Team nehmen könnte und so weiter und so fort. Wow, Schwalbini, sogar ein Shiny! Ein Shiny! Krass! Lisa. Wir haben ein Shiny Schwalbini. Das müssen wir versuchen. Einfach nur, weil ich Bock habe. So. Ich kann die kaum auseinanderhalten, Mann. Welches ist denn das Shiny? Wie soll ich das wissen? Da ist es. Ja, da ist es. Ist es das Weibliche vielleicht? Oder hat es nur eine andere Farbe, weil es weiblich ist? Das ist das Einzige, was weiblich ist. Nee, der hat geleuchtet, ne? Mal sehen. Die müssen wir ja... Was? Ich gehe auf Risiko. Ich mach's mit Rasierblatt. Oh mein Gott, ey. Wir könnten natürlich eine Gruppe von Pokémon im Pokéball erst werfen, wenn nur noch das eine Pokémon übrig ist. Wie soll man das denn gebacken kriegen? Ich meine, die können ja keine Synthese, wie die Hauptspross im letzten Part, ne? Das ist der Energiefokus, du. Das kann doch niemals funktionieren, so auf die Art und Weise. Das muss echt krass. Dann hab ich schon mal aus Glück ein Shiny gefunden, ey. Ganz im Ernst. Okay, probier's mit Rasierblatt, komm. Wehe, das liegt nur daran, dass es weiblich ist. Okay, 2 wehren die Attacke ab. Und mein gesuchtes... Ich sag euch was, es wird nicht funktionieren. Ich glaube, ich habe auch nicht die Geduld dafür. Bin mir auch nicht sicher, ob das... Aber geschlechtlicher Unterschied, das macht ja keinen Unterschied mit der Farbe aus. Nochmal Rasierblatt. In der Hoffnung, dass unser Auserwähltes diesmal verschont bleibt. Und genau das geht down. Naja. Wieder was gelernt, ne? Batsch. Und wir gehen sogar Risiko ein hier. Bisa
dem Schicksal zu überlassen. Alles nicht so geplant. Vergiss es, komm weg. Böse Schwalbinis hier. Aber immerhin ein Shiny getroffen, das ist echt mal was wert. Was ist denn hier links? Noch ein Trainer, das sieht gut aus. Nicht der Trainer, sondern die Position. Und da oben ebenfalls. Nun gut. Ja, damit machen wir weiter im nächsten Part. Oh, der guckt mich schon an, so böse. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch und nicht vergessen, eure Meinung, Kindwurm, Protalanda ins Team oder nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.